Herzlich willkommen zurück zu einer fantastischen Folge. Wir haben was abgedeckt. Was ist es? Lasst euch überraschen und zack, zack, da ist es. Und zwar habe ich mir gerade bei Lidl geholt so ein Bit-Set für 9,99 €. Hersteller ist die Walter Werkzeug Salzburg GmbH und wurde von Lidl eben vertrieben. Und jetzt gucken wir einfach mal rein. Warum habe ich es gekauft? Nicht, weil ich es geil fand, sondern meine Frau hat mich so ein bisschen penetriert und mir gesagt, ich habe kein Werkzeug im Haus und du hast alles in der Werkstatt und ich möchte auch gerne nochmal wieder was haben und ich will nicht immer drüben in die Garage laufen. Also praktisch für die Frau sozusagen, aber auch für den Mann. Es ist sehr umfangreich, muss man ganz ehrlich sagen. Einmal hast du hier den Schrauber. Ihr hört also hier schön als Ratsche, kannst du umstellen und in die Mittelposition ist er starr. Das ist schon mal eine geile Sache. Dann hast du hier Aufsätze dabei, ja, die kannst du hier so schön Verlängerung, zack rauf, Bit raufstecken und dann geht's los. Macht auch ein, der Griff ist wirklich wertig, gummiert. Passt auch genau schön in die Hand, macht wirklich einen soliden Eindruck. Und was haben wir noch Feines hierbei? Klar, hier noch ein Stück, noch ein Aufsatz für das gute Stück, für das Adapter oder ja, für den Adapter, das Adapter. Dann kannst du hier eben noch ein Bit drauf machen. So, das kann man immer gebrauchen. So ein Adapter. Was ist das? Jo, gute Frage. Nächste Frage. Schreibt mal in die Kommentare, was das Gute sein soll. Und damit könnte man eventuell, ich weiß glaube ich, was man damit machen kann. Wartet mal kurz. Auflösung, glaube ich. Damit kannst du Haken reindrehen. Cool. Ja, hier das vielleicht nicht unbedingt, aber hier so eine Deckenhaken oder Ösen. Passt genau rein. Ist schon eine geile Erfindung. Coole Sache. Also 115 Bits hast du oder 115-teilig ist das. Du hast wirklich eine gute Auswahl, wenn man es mal genau reinhält. Und zwar wirklich kleine Einser-Aufsätze, also wirklich alles, was du mal gebrauchen kannst. Auch so eine speziellen Aufsätze sind da drin. Also macht schon einen guten Eindruck. Also ich bereue es gerade nicht, das Ding gekauft zu haben. Und ist Guss. Und wenn ich mal vergleiche, klar, jetzt hier vom Metabo, da kosten ja hier so 20 Stück oder 15 Stück, oder was hier drin sind, kosten ja auch 8 Euro. Also finde ich schon gut. Ich habe mir damals mal von Lidl die auch geholt, die machen auch einen guten Eindruck, muss man ganz ehrlich sagen, bis auf die Verpackung. Ja, also du kannst nicht meckern. Also da ist wirklich schon Qualität hinter. Also da lässt sich Lidl auch nicht lumpen. Und das ist wirklich Faszination. Also wirklich sehr umfangreich. Eigentlich müsste ich mir noch ein zweites kaufen für die Werkstatt. Dann habe ich nämlich nicht mehr das Problem wie hier. Das kann ich euch mal zeigen. Die Massensammlung an Bits. Ja, also wirklich ein Haufen Bits, Schraubenzieher. Und so weiter. Hier habe ich mal aus dem 3D-Drucker so eine Bithalterung mal gefräst, hätte ich schon mal gedruckt. Aber wie man denn immer so ist, man packt die dann doch wieder woanders hin. Also ist schon das gegen das ist das schon eine Wertsteigerung. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder. Kleines und feines Video für euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Genießt das Wochenende, genießt die nächste Woche. Noch haben wir Sommer. Tschüss.